Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 22. Adventskalendertürchen In Sani von Kerstin Merkel vor. Ein Buch, was jetzt über 3 Jahre auf meinem Sub gelegen hat. Ich habe dieses Buch damals bei unserer Keynesianer-Tour in Frankfurt von der lieben Kerstin Merkel vorgestellt bekommen, die uns durch den Hugendubel geführt hat. Sie ist sozusagen meine Buchhändlerin des Vertrauens und wir haben ja auch schon den ein oder anderen Hangout und das ein oder andere Video gemeinsam gemacht. Und jetzt im Dezember habe ich mir das zusammen mit einer lieben Freundin vorgenommen. Wir haben uns den Wälzer zugewidmet mit knapp 850 Seiten und sind in eine wahnsinnige tolle Fantasy-Welt eingesunken. Das Buch haben wir ganz bewusst im Dezember noch gelesen, weil ich habe hier schon den Verdacht auf ein Jahreshighlight gehabt und dachte mir, ich hebe mir dieses Türchen sozusagen auf, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass mich In Sani ebenfalls wie Silence von Kerstin Merkel, was ich glaube vor 2 Jahren gelesen habe, auch begeistern konnte. Wir sind hier in einer großen Fantasy-Welt, wo es eben um die In Sanis geht. Es wird uns in diesem Buch auch erzählt, was es damit auf sich hat, was das für Menschen sind, welche Schwächen, Stärken sie irgendwie haben. Und wir begleiten Kian, er ist der Herrmeister in diesem Königreich, der auf die Heilerin Alia trifft und diese wird an den Hof gerufen, um kranke Soldaten des Königs zu versorgen, die an einer mysteriösen Krankheit erkrankt sind. Die Heilerin selbst hat besondere Kräfte, also ist die Heiler sozusagen sind hier besonders bekannt dafür, dass sie eben auf einer ganz besonderen Art ihre Heilkunst anwenden können. Und so reiten wir zusammen mit Kian und Alia, die sich auf diesen Weg auch kennenlernen, lernen wir sie auch kennen, wir begleiten sie durch diese tolle Welt und es ist ein wahnsinnig schöner Einstieg in diese Geschichte. Es ist eine langsam erzählte High-Fantasy-Geschichte, die ich aber sehr intensiv wahrgenommen habe, sehr lebendig, sehr bildhaft und wirklich ganz wunderbar, wie wir eingebracht wurden, dass es nicht hoppla die hopp irgendwie ging, sondern wir hatten Zeit bekommen, um die Welt kennenzulernen, um die Umgebung, um die wunderbare Natur zu spüren, förmlich zu riechen. Es hat hier wirklich wunderbar begonnen. Natürlich geht dann der Weg von Kian und Alia auch weiter und beide verbindet eben etwas durch diese Reise zum Königshof und dann lernen wir natürlich auch jeweils die einzelnen beiden kennen und natürlich auch Menschen drumherum. Es gibt neben den beiden Hauptcharakteren auch wunderbare Nebencharaktere, die man sehr ins Herz schließt, sei es die Königin, sei es ja die nahen Mitsoldaten von Kian und auch dann die Hausangestellten von Kian. Also wirklich Charaktere, die man ins Herz schließt. Wahnsinnig toll erzählt. High Fantasy, wie ich es liebe, eben durch den etwas langsameren, ausführlicheren Erzählstil hat es mich besonders hineingezogen. Also es war wunderbar, so ganz langsam hineinzukommen und diese Welt wirklich bildhaft erzählt zu bekommen, die Charakterentwicklung mitzuerleben, wie beide im Grunde sich irgendwie entwickeln, was beide so für ihre Probleme haben, was es für ein Geheimnis im Süden gibt, was am Königshof so los ist, was es mit diesen Kranken auf sich hat, können die geheilt werden? Wie ist da eventuell Alias Heilkunst ein wertvolles Gut sozusagen? Was hat es mit Kian und dem König auf sich? Warum gibt es da Probleme und was steckt hinter den In Sani? Viele, viele, viele Fragen, die wir wirklich auf 850 Seiten wunderbarst erzählt bekommen und für mich war sehr eindrücklich auch diese emotionale Bindung, die wir zu den Charakteren im Grunde aufbauen. Wir waren wirklich ganz nah dran, wir waren mit dabei, wir haben einen sehr fließenden, schönen Sprachstil, der auch sehr poetisch ist, der sehr wissend auch ist und das hat mir besonderen Spaß gemacht. Also man merkt bei Kerstin Merkel dafür, dass es ihr Debütroman war, überhaupt nicht, dass es ihr erstes Buch ist, weil es einfach ganz wunderbar erzählt war. Also es ist so weise, so wissend, es ist zum Teil auch wirklich so, fühlt es sich so ein bisschen älter an, sprachlich, was natürlich in dieser Art mittelalterlicheren High-Fantasy-Geschichte wunderbar passt und es hat mir große Freude gemacht. Also das muss ich wirklich sagen, es ist ein Highlight an Fantasy, was ich in diesem Jahr genießen durfte. Auch natürlich im Zusammenspiel mit meiner lieben Freundin hat es auch noch mal mehr Spaß gemacht, weil man eben den Austausch hatte und natürlich auch, weil ich natürlich auch die Möglichkeit habe, Kerstin Merkel auch mal die ein oder andere Frage zu stellen und ich fand es wirklich bombastisch. Also wer langsam erzählte High Fantasy mag, vielleicht tatsächlich, um einen Vergleich zu ziehen, eher mit Herr der Ringe zum Beispiel, als vielleicht mit, ja, der Witcher ist ein bisschen schneller erzählt, Game of Thrones ist so ein Mittelding, aber ich finde tatsächlich, dass das hier toll chinesischen
geschmackert, dass man eben wirklich in eine Welt eintauchen darf und einfach auch mal ein paar Seiten lang verweilen kann, ankommen kann, sich umschauen kann als Leser. Und das fand ich hier wirklich beeindruckend. Und ich habe einen neuen männlichen Lieblingscharakter, nämlich Kian. Ich habe ihn zusammen natürlich mit Alia sehr, sehr ins Herz geschlossen. Und Kian ist so unperfekt perfekt. Und das fand ich einfach großartig. Also ich, ja, da lief direkt ein Film in meinem Kopf ab. Großartige High Fantasy. Und ich kann sowohl das Buch als auch das zweite Buch von Kerstin Merke, Silence, absolut empfehlen. Haben beide super viel Spaß gemacht. Sind anders, aber vom Erzählstil natürlich schon sehr ähnlich. Und man hat hier eben ganz viel Zeit, um in diese wunderbare Welt einzutauchen und dort eben auch, ja, ein Weilchen zu verbleiben und diese Zeit auch einfach zu genießen, die man in diesem Buch ist. Und das war's jetzt auch schon, das 22. Türchen. Jetzt ist es nicht mehr weit bis Weihnachten. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch heute einen wunderbaren, ganz kurzen Tag, sozusagen vor fast schon Weihnachten. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video, im nächsten Türchen wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, tschüss, eure Steffi.